Moskau. Der russische Konzern Gazprom hat, wie angedroht, die Gaslieferungen an die Ukraine gestoppt. Beide Länder konnten sich über den künftigen Gaspreis nicht einigen. Kiew. Der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat jetzt Auswirkungen auf Energielieferungen nach Europa. Es ist auch unerträglich, dass praktisch halb Europa als Geisel genommen wird in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, dessen Zustand beendet werden muss. Aber wir haben aufgemacht, schon! Berlin. Der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich jetzt auch unmittelbar auf Deutschland und andere EU-Staaten aus. Wir müssen den Übergang zu alternativen, umweltfreundlichen Energien eher noch beschleunigen als verlangsamen. Aber wir haben aufgemacht, schon! Moskau. Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat die tschechische EU-Ratspräsidentschaft erste Erfolge ihrer Vermittlungsbemühungen gemeldet. Moskau. Der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine ist noch immer nicht gelöst. Aber wir haben aufgemacht, schon! Moskau, Brüssel. Der russische Gaskonzern Gazprom hat eine Wiederaufnahme seiner Lieferungen nach Europa angekündigt.